Los. Hallo Leute, ich plag mich hier gerade wieder rum. Wir sind gerade dabei, wie ihr sehen könnt, Laila zeigt es mal geschwind, hier fleißig, vor allem wenn der Wind leider noch auf die Seite kommt. Ja. Da war auch Laila fleißig, das hat die ganze also ich habe es vorgestochen, Laila hat es ausgegraben. Ja, also ihr seht, also das ist nicht gerade wenig, was wir hier tun. Und hier haben wir lauter solche netten Überraschungspakete vom Vorbesitzer drin oder von den Vorbesitzern. Hier ist wieder so ein Pfosten drin. Dann haben wir da schon zig Steine rausgeholt. Ich weiß nicht, ob das früher von Altbestand irgendwann mal andere Platzabgrenzungen war oder was auch immer. Eigentlich sind es hier Randsteine und die sind aber hier, wie ihr sehen könnt, ein paar Zentimeter unter der Erde. Da habe ich jetzt schon einige rausgebuddelt, jetzt muss ich den hier auch wieder größer ausbuddeln, in beide Richtungen, dass ich den rauskriege, dass wir dann nachher unsere Randsteine reinkriegen. Also ein Heidengeschäft. So, dann gehen wir mal rüber. Da waren wir nämlich auch schon fleißig. Wir haben unser ganzes Zeug jetzt in das große Zelt umgeräumt und das kleine Lagerzelt abgebaut, wie ihr hier sehen könnt. Müssen wir noch den kleinen Großstier noch wegräumen, dass die Fläche hier fertig ist, weil unsere zwei Häusle sind schon auf dem Weg. Ja, da kommt also sozusagen hier kommen zwei Häuser hin, also das Klohaus kommt dann auch weg. Da muss ich dann auch noch riesen Erdarbeiten machen, das heißt also das Rohr, was jetzt hier oberländig läuft, läuft ja bis hier hin zu dem Kanal, wo ich jetzt hier stehe. Ja. Das heißt, also den muss ich auch noch bis tief unten in die Erde, wo der Abzweig kommt, freigraben und dann dementsprechend auch wieder Adapterrohre machen, die dann darüber gehen, weil hier in das Haus, in das erste Haus, wo bis ziemlich am Rand hinkommt, muss ich es noch genau ausmessen, aber wahrscheinlich kommt es fast an den Zaun, so also ein kleiner Durchgang wird bleiben. Da kommt unser Klo, unsere Dusche rein und vielleicht auch noch ein Waschbecken oder so. Und hier in das zweite Haus, was dann hier steht, kommt dann Lagerfläche plus kleine Werkstatt rein. Und vielleicht auch noch für mich einen kleinen Tisch, wo ich mein Liquid mit mixen kann, dass ich da mal Ordnung habe. So, jetzt habe ich hier natürlich vorübergehend die Fläche. Die werde ich dann nutzen, um am Fahrradwohnwagen weiterzuarbeiten, weil da kann ich weniger gescheit arbeiten ein bisschen auf den Platten. Das ist besser als auf dem Gras. So, dann habt ihr mal den aktuellen Stand. Unsere Pumpe habt ihr ja schon gesehen, die, wo sie nicht gesehen haben. Ja, die ist leider hier gebohrt worden, wo wir sie eigentlich hier bohren lassen wollten. Jetzt haben sie uns hier die Leitung rübergelegt, und hier mit dem Rückschlagventil. Das heißt also, unser Häusle muss auf jeden Fall nachher auch hier entlang stehen, dass nachher das sozusagen über dem Bohrloch liegt. Oder ich muss das hier nochmal komplett aufgraben und mit Styropor nochmal ordentlich verpacken. Wahrscheinlich werde ich beides machen. Ja, also das Haus drüber stellen und die Leitung hier nochmal ordentlich einpacken, dass da kein Winterfrost passieren kann. Der Anschluss ist nachher im Haus drin, so wie jetzt momentan auch das Provisorium. Jetzt steht es ja bloß hier hingestellt. Ja. Neben Klo, da steht auch der kleine Laptop, wo ich dir letztes beim Scheißen noch Zeug gesucht habe. Ja. Also jede Sekunde wird ausgenutzt, um Baumaterial zu suchen, das natürlich so günstig wie möglich ist. Ne? Man muss ja auch einen Pfennig dreimal umdrehen, ne? Weil das ist ja hier ein Heidenmaterialschlacht, was wir hier noch haben. Wir müssen ja noch den ganzen Split, den Beton, die Waschbetonplatten. Und das Ganze hätten wir ja auch schon viel vorher bekommen, weil wir hatten ja beim Großhändler Leimann, hat man die Sachen geordert und da hat man eigentlich diskutiert, dass man extra eine Tonne weniger nimmt, weil er dann gesagt hat, er kann mit einem kleinen Laster kommen. Dann hat er aber irgendwie den Platzbesitzer wohl angefunkt oder angeschrieben und hat gemeint, ja, er würde mit einem 40-Tonner kommen, ob das ihm recht wäre. Dann hat der Platzbesitzer natürlich gesagt, nein, mit einem 40-Tonner fährt hier keiner über den Platz. Was man ja irgendwo verstehen kann. Ne? Das will er halt nicht, dass so große Fahrzeuge seine Straßen kaputt machen. Mit dem Ergebnis, dass wir jetzt hier vom Platz jemand haben, der uns das auf dreimal herbringt. Also müssen wir halt dreimal
die Fuhr bezahlen. Ja, und der bringt uns dann den Kies daher. Deswegen beeilen wir uns jetzt hier gerade, dass wir die Randsteine fertig kriegen. Das heißt, morgen, wenn alles gut geht, die Randsteine setzen. Am Mittwoch, wenn alles gut geht, kommt dann der Kies. Dann kann ich den gerade ziehen und anfangen, die Platten zu verlegen. Das heißt, spätestens am Dienstag muss das Fahrzeug wieder da drüben hin. Oder wir stellen uns gleich schon auf unseren neu gemachten Platz für die Besucher. Obwohl, ne, da will ich eigentlich, dass das Gras noch besser kommt. Wie ihr sehen könnt, hier auf der Straße hat auch schon funktioniert. Ist zwar noch lückenhaft, aber immerhin hat den großen Vorteil, wir haben nicht mehr den ganzen Staub. Ja. Und hier sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Also da sind noch ein paar kleine Flächen, wo noch nicht so gut bewachsen sind, aber man sieht auch da schon, wenn man genau hinguckt, da sprießt es auch schon relativ gut. Also es könnte besser sein, aber es kommt immerhin schon was. Ja, ich bin immer mal wieder am Gießen, dass es auch schön feucht bleibt hier, dass auch der Gras richtig sprießt. Man sieht, das Unkraut mag das ganz arg. Ja, ich werde jetzt hier demnächst auch mal mit dem Rasenmäher drüber gehen, dass das wieder sauber ist. Hier stehen die Paletten, die waren hier unter dem Zelt runter. Aber die werden wir bestimmt auch noch verarbeiten irgendwie. Also Brennstoffpaletten sind immer ganz gut. Die verrotten eigentlich. Ja, Fahrrad habe ich euch eigentlich auch ein Video gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie hinkriege, weil da hat die GoPro wieder rumgezickt. Der erste Teil war gut, der zweite Teil war ohne Ton. Also müsste ich es, wenn, künstlich nachvertonen. Ja, also ihr seht jetzt hier, also die Verkabelung ist komplett fertig. Auch schon ummantelt. Ja, das heißt, ein Akku läuft hier rüber. Der andere Akku läuft dann darüber hier hoch. Läuft alles hier sauber gesammelt hoch zum Schalter. Hier kann ich jetzt einschalten, Akku 1, Akku 2 oder Akku 1 und 2. Zusätzlich habe ich mir hier schon einen Anschluss vorgelegt für den Fahrradwohnwagen. Das heißt also, ich kann auch diese Solarfläche, die ich jetzt hier habe, in den Fahrradwohnwagen einspeisen oder andersrum den Fahrradwohnwagen ins Dreieck einspeisen. So werde ich das bauen. Dann kann ich dementsprechend, so wie ich es gerade brauche, dementsprechend die Akkus laden. Ja. Mal hier werde ich definitiv hergehen, die alten zwei plus die alten zwei, die nicht mehr so toll die Leistung bringen, aber die vier werde ich zusammen mit einem, mit dem alten Solarregler, den ich noch habe, und zwar werde ich die anderen zwei hier an die Seite machen, dann ist das hier weg. Aber ob ich es jetzt trotzdem noch foliere oder lackiere, das steht trotzdem noch im Raum, weil hier unten fehlt mir es halt auch nicht mehr. Ich meine, das Ding ist halt einfach jetzt mittlerweile 4 Jahre alt. Ne? Dafür steht er top da, ja, vor allem wo ich überall mit durchgefahren bin. Das heißt also sozusagen die vier, also die vorhandene, die vordere, die runde und die zwei kommen dann noch mit zusätzlich zu einem Solarregler. Natürlich sind sie nicht optimal ausgerichtet, vor allem einmal hinten, einmal vorne, ist ein bisschen saudoof. Aber ja, während der Fahrt und wenn ich es dann abends in die Richtung zur Sonne stelle und meine oben noch hochstelle, dann dementsprechend, dann kriege ich schon ordentlich noch Leistung dazu. Klar, die hier werden dann natürlich weniger wie die an der Seite. Da kommt der Kiro, streckt sich erstmal eine Runde. Ja, Kiro, Marsch auf Tour. Dann hatten wir übrigens unseren Schwarzen wieder als Gast. Jetzt haben wir auch mitgekriegt, der heißt übrigens Odin. Ich konnte euch jetzt leider heute nicht mehr zeigen, weil die Besitzerin kam dann hier hinten mit dem Fahrrad entlang gefahren mit ihrem Hund. Guckt euch die Leila an, das ist ein Tier, ein Schafftier. Ja, die Besitzerin kam hinten mit dem Fahrrad entlang gefahren und hat gemeint, ob wir einen schwarzen Kater gesehen haben. Dann haben wir gemeint, ja, der kommt jeden Abend, der wird hier durchgefüttert. Ja, er weiß auch schon, wie unsere Katzenklappe funktioniert. Oh, Kiro. Du Saufergel. Ja, wie ziehe ich denn du schon wieder aus und dann ins Auto? Du Saufergel. Ja, da seht ihr mal unseren Kratzteppich in Aktion. Ja, der ist auch schon wieder fast ordentlich durchgescheppert. Ja, ja, da sind sie schon wieder fleißig dabei gewesen. Aber immerhin kratzen sie sonst nirgends. Ordentlich erzogene Katzen, das sage ich da nur. Der Boden ist einfach Katastrophe. Und vor allem finden wir lauter solche Überraschungen. Hier ist wieder so ein komisches Leitungsstückle. Hier habe ich übrigens auch noch Fliesen gefunden.
Ein paar habe ich schon weg. Ich habe bloß noch so ein, das sagt, das ist keine Fliese, das ist so Liolium oder was das auch immer ist. Ja. So, jetzt plage ich mich noch gleich mit dem Ding und mit dem Ding darum. Und wie gesagt, da habe ich jetzt schon 4 hier raus aus der Länge. Ja. Und noch so kleine Backsteine. Drüben habe ich Altkohle, also diese richtigen Briketts, die man früher für diese Großöfen benutzt hat, rausgeholt. Also die eigentlich so groß sind wie ein Backstein, aber halt als Kohle eigentlich. Steinkohle nennt sie es, glaube ich. Ja? Steinkohle ist das, oder? Das ist, ja. Oder wie nennt sich das? Ja. Oder hat es einen anderen Begriff damals gehabt? Ich weiß es nicht. Da seht ihr auch, der war hier drin. Und da gehen überall solche Steine, hinten beim Brunnen haben wir auch. Da sind wir dann extra auf eine andere Position gegangen, weil da hätten wir 5 Stück ausgraben müssen. Da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Einen hatte ich schon lose, aber dann haben wir gesagt, nee, das macht keinen Sinn. So, dann helfe ich mal der Leila noch, mal den Rest noch voll hier rauskriegen. In der Hoffnung, dass das dann morgen klappt, alles, so wie wir wollen, weil momentan ist so, durch die Nichtlieferung, der Nachbar vorne wollte eigentlich seinen Parkplatz machen, das durfte er jetzt nicht machen, hat jetzt 25 Steine übrig, die wir gut brauchen können, weil wir brauchen 24. Jetzt nehme ich halt die 25, die kann ich bestimmt auch noch irgendwo für was gebrauchen, wenn es nachher nur zum Unterlegen vom Haus ist. Ja, jetzt muss ich aber den erst erreichen, weil der wollte mir eigentlich Bescheid geben, was er jetzt dafür haben will. Eigentlich wollte ich die jetzt noch geschwind mit dem Anhänger hier rüber holen, aber wenn er nicht da ist, kann ich die ja nicht einfach vom Platz wegnehmen. Sowas macht man nicht und das mache ich auch nicht. Deswegen erkläre ich das erst vorher ab. So, in dem Sinn, schön ist das Leben, wenn wir auch viel Scheißarbeit haben. Ja, Leila lacht vor Frust, glaube ich schon mittlerweile. Ja. Kiro genießt es auf jeden Fall, gehenderweise. Und da sind übrigens wieder... Es kommt nichts weg. Ja, von nichts kommt nichts, sagt die Leila. Und da seht ihr wieder unsere Fische in Aktion. Ne? Wenn ihr die Blubberbläsel da sieht, das sind lauter Fischle. Also ich muss mir, glaube ich, doch mal eine Angel zulegen. Also falls irgendjemand von euch eine Angel hat und braucht die nicht mehr, ich nehme sie gern. Ups, jetzt trete ich auch noch in meinen Kiro-Lein. Oh Spatz, es tut mir leid. Ha? Habe ich dich beim Rückwärtsgehen erwischt? Hm, da? Oh, ja, Entschuldigung, mein Spatz. Geh schön eine Runde. Ha? Hört ihr die Frösche? Jetzt bin ich ruhig, das sind die auch ruhig, blöde Frösche. Hm? Hol schon mal einen Fischi, Kiro. Ja, du bist viel zu wasserscheu, gell? Ja. Und übrigens, hier müssen wir auch noch machen, aber das machen wir erst, wenn wir dann mit dem Auto rausgefahren sind. Sonst wird es ein bisschen holprig. Also in dem Sinn, meinen Spruch habe ich gesagt, wir sehen uns beim nächsten Livestream.